Stellt euch das mal wirklich original vor. Eure Lehrerin steht vor euch. Du kannst das ab jetzt machen, wann immer du willst. Die entsprechende Option dazu findest du im Hauptmenü. Da erklärst doch die Tante für verrückt, ganz ehrlich. Ja, auch diesmal habe ich es nicht ganz geschafft, alle Ringe zu durchfliegen. Was aber eigentlich nichts macht. Denn ich habe die Karte und das reicht auch schon. So richtig, bisschen scheiße wäre es gewesen, wenn ich die Karte nicht erwischt habe. Hätte, und wie gesagt, ich habe ja dann nochmal im Bonusvideo im zweiten, habe ich ja dann auch nochmal die Sache mit dem. Ja. Ihr wisst schon, was ich meine. Mit dem Flugunterricht gemacht und da habe ich ja alle Ringe erwischt. Ja, gut, jetzt muss ich mal schnell was nachschauen. So, wir haben zwei Bildkarten. Okay. Das war's auch schon, was ich gucken wollte. Du bist ein bisschen zu früh dran, Harry. Aber ich kann dir schon einen Zauberspruch zeigen, den ich mir selber beigebracht habe. Ja, ich brauche Platz. Es ist der Ahn-Homora-Zauber. Mit ihm kannst du Dinge öffnen, die mit Hilfe von Magie verschlossen wurden. Treib aber keinen Unfug damit. Das finde ich das zweitschwierigste Zauber. Das ist das Symbol für den Ahn-Homora-Zauber. Wenn ich fertig bin, drückst du einfach die Maustaste und malst das Symbol nach. Lass die Maustaste einfach wieder los, wenn du fertig bist. Also das hier finde ich das zweitschwierigste Symbol im ganzen Harry Potter und der Stein der Weisen. Ja, man sieht schon, ich werde auch gar nicht fertig. Aber es reicht. Guckt euch mal ihr rechtes Bein an, das zuckt voll. Ja, vor allem, wir kriegen die Hauspunkte auch noch, ne? So langsam hast du den Dreh raus. So, so, so. So. Mal schauen, ob es gereicht hat. Den Satz, den sie gerade da am Ende des Zaubers gesagt hat, den habe ich so noch nie gehört, ehrlich gesagt, in dem Spiel, obwohl ich das bestimmt schon 5-mal durchgespielt habe. Interessant. Hey, ich bin sogar mal fertig geworden. Mal gucken, ob es mit 80 reicht. Ja, Tatsache! Ich schaff das. Nein, ich schaff's leider nicht. Naja. Nicht ganz, aber fast. Naja, das war gar nicht so. Für dich auch. Ja, meine Liebe, ich mache jetzt irgendwie mal was anderes. Ich habe jetzt keinen Bock auf deine dumme Aufgabe. Puh. So, ich mache mein eigenes Ding. So, ihr seht schon, ziemlich armselig die eine Bohne. Aber wenn man die zwei Rüstungen hier mit Flipendo komplett leer zaubert, dann wird hier hinten dann eine Wand aufgemacht, hinter der noch mal zwei Truhen sind. Ziemlich witzig, dieser Trick, finde ich. Und Leute, die sich nicht mit den Rüstungen aufhalten, werden diese Bohnen auch niemals finden. Dankeschön, das war Hermines Stimme. Obwohl das nicht Hermine war. Egal, nächste Truhe. Ja, Alohomora.
Gut, ich hoffe einfach mal wirklich, dass ich eine halbe Stunde ungefähr, also dass ich ungefähr 20 Minuten zusammenkriege. Wenn ja, dann ist es sehr gut, wenn nicht, dann nicht. So, gut, Hermine. Dann machen wir mal deine Aufgabe. Natürlich, aber die sind ziemlich einfach. Einmal die Rüstung hier, die eigentlich überhaupt nichts mit Alohomora zu tun hat. Jetzt schauen wir uns mal wieder Harrys geilen Kartenmove an. Jetzt schaut mal, wenn ihr beim Kartenaufsammeln springt, dann wird Harry... Natürlich funktioniert es jetzt nicht. Aber in dem Teil mit der Kräuterkunde, in Kräuterkunde-Teil, habe ich das öfter gezeigt, diesen Trick. Wenn man nämlich schön auf die Karte drauf springt, bevor man sie aufsammelt, dann wird Harry so in die Luft zurückgehen. Wenn du damit fertig bist, dich selber zu bewundern, Harry, kannst du ja mal einen Blick in die magische Truhe werfen. Verwende Alohomora, um sie zu öffnen. Ja, also. Alohomora. Sie ist schon im nächsten Raum. Und ein Tipp bei Harry Potter und der Stein der Weisen. Vertraut niemals, niemals eurem Spiegelbild. Schaut her. Und das geht bei Harry Potter und der Stein der Weisen wirklich bei jedem Spiegel. Bei jedem. So, wir haben jetzt auch wieder volle Narbe. Sonst gibt's hier nichts. Also die nächste Tür. Ja, das war's dann auch schon. Fast. Fast war es das schon, ja, mit Alohomora. Jetzt kann man hier noch ein paar Truhen aufmachen. Auch Bildern sollte man... Bei Bildern sollte man auch immer mal nachschauen. Ja, komm her. So, wir sind jetzt eigentlich schon... Durch diese Tür kommst du zum Unterrichtsraum für Zauberkunst. Ja, wir sind jetzt eigentlich fertig, weil... Ja, wir sind fertig. Das Spiel ist damit rum. Also das... Was wollte ich sagen? Der Part ist damit rum, weil ich war auch im ersten Part nicht weiter als so. So viel ich weiß. Also... Deswegen verabschiede ich mich jetzt. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr schaut euch noch den Rest meines Let's Plays an. Und abonniert mich, wenn es euch gefallen hat. Oder gebt mir konstruktive Kritik. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Glutzahn.